Hey, willkommen zur 16. Folge von Ni no Kuni, der Fluch der Weißen Königin. Wir sind dabei, die nächsten... Geht sie nicht raus? So, da ist die Tür. Die nächsten Aufträge abzuschließen. 4 an der Zahl. Sollte eigentlich kein Problem sein. Also kann man das Rollenspiel noch ein bisschen in die Länge ziehen. Aber mehr als nötig... wollte ich hier eigentlich nicht machen. Und trotzdem versuchen wir Platin-Trophäe zu erlangen. Egal, was dafür notwendig ist. Vielleicht muss man dafür sogar auf Normal durchspielen, ich weiß es nicht. Also wenn, dann kann ich das auf Normal vergessen. Sollte es notwendig sein. Und das hier sieht so aus wie Felder, hm? Kriege ich schon wieder eine Nachricht. Verdammt. Jetzt nehme ich auf, jetzt beantworte ich keine Nachrichten mehr. Ich hatte gerade eine kurze Pause gemacht. Jetzt muss ich weiter zocken. Ja, ich bin irgendwie süchtig nach dem Spiel, muss ich zugeben. Lange kein so gutes Rollenspiel mehr gezockt. Außer das letzte Tales of, das für PlayStation 3 rauskam. Da habe ich aber auch keine Zeit gehabt zu zocken. Ja, das habe ich nur für mich gezockt. Also mache ich kein Let's Play von. Schon wieder eine Flasche Quellwasser. Was muss ich nochmal kaputt machen? Kann mir mal jemand sagen, wo ich hin muss? Mal. Felder ist ein ziemlich großer Begriff. Leere Wüstenfelder, zählen die ja auch als Felder? Ich weiß jetzt nicht. Außerhalb der Stadt. Bambino! Okay. Versuchen wir es nochmal. Nein, stopp, Schmetter. Das trifft ja alle. Oh, 10 und 13. Hat nicht viel gebracht. Versuchen wir es mit einem normalen Angriff. Das haut rein, Alter. Okay, zurück, zurück. Ich brauche mal wieder ein Weißbrot. Und... heiße Luft. Oh, Tropfen wirft hier mit Essenz rum. Ja. Probieren wir es nochmal mit Eiskälte gegen die Sommersonne. Sollte eigentlich hohen Effekt haben. Wow. Wie erwartet. Also Eiskälte gegen Sommersonne. Perfekt. Okay, den Rest kann hier mein Wichtel. Ja, wunderbar. Und schnell, schnell. Wunderbar. Perfekt. Ja, Wichtel Stufe 13 und, ja. Wichtel Stufe 13 erreicht und Sprossi hat Stufe 10 erreicht. Oh, ist das süß. Sprossi. Ja. Moment. Wie war es nochmal? Hallo? Genau, hier im Gange. Dickschädel. Okay, ich glaube, wie war das mal? 10 Dickschädel, genau. Und zum Goldhain. Okay, gehen wir erstmal zum Goldhain. Da war in diese Richtung. Können wir ja auch mal die Sommersonne hier angreifen, wenn das so einfach ist. Und natürlich ein Dickschädel dabei. Wunderbar. Nein, ich kämpfe selber. Und zwar möchte ich erstmal den Zauber hier. Eines Gelder gegen die Sommersonne. Au. Mann. Alter. Unsichtbare Levelbegrenzung. Ich hasse sowas. Würde mal sagen, naja, lohnt sich noch nicht. Aus. Oh. Scheiße, schon wieder Begrenzung hier.
Okay, die Sommersonne sollte damit erledigt sein. Und los, Wichtel. Ha, los. Kriegst du. Yay. Angriff. Los, Angriff. Mach's kaputt. Doch. Und los, hol sie. Hab ich's noch gekriegt? Wie viel hat's geheilt? Ich hab nichts gesehen. Aber Stufe 13, komplett geheilt. Wunderbar. Schokolade. Ja, das Spiel, bei dem man richtigen Hunger kriegt. Einen erledigt, noch 9 übrig. Da läuft der nächste Dickschädel. Los, Setzling. Ich glaube, ich probiere es mal mit Luffy. Versuch's mal. Naja, bin ich jetzt nicht so überzeugt von. Erfahrung. Keiner Level hoch. 2 erledigt. Noch 8 übrig. Jetzt wieder den ganzen Weg zum Goldhain. Nur die Musik. Ich finde die gut. Passt. Was ist denn? Das war kein Dickschädel, oder? Nein, ein Garstiger. Verdammt, kann ich nicht irgendwie fliehen? Na komm, Wichtel. Mach mal Schnitter. Na. Angriff. Na. Nur 6. Hat's jetzt gebracht. Okay, also hier sind die Viecher schon etwas stärker, wie man sieht. Hier braucht man richtige Verteidigungswerte, die ich leider nicht besitze. Funkenverkehr. Ich kämpfe. Zauber. Versuch's mal nochmal mit Eiseskälte. Oh. 47. Oh Mann, das haut rein. Ha. Okay, gegen Kälte reagieren die ganz schön allergisch. Und ich meine, Luffy ist jetzt Stufe 13. Ich möchte mich jetzt hier ungern mit den Viechern anlegen. Oh, ein Dickschädel. Kommt wie gerufen. Zauber. Eiseskälte, Dickschädel. Ja, Aussetzling, betäubt. Proviant. Weißbrot. Stimmt, ich muss Weißbrote kaufen. Wollte ich eigentlich schon vorher machen. Warum putzt er immer wieder seinen Schädel? Los. Oh Mann, hab ich nicht mehr gekriegt. Verdammt. Jo, Luffy Stufe 13. Und Klarheitsbringer. Luffy hat Stufe 13 erreicht. 3 erledigt, noch 7 übrig. Da krieg ich schon wieder eine Nachricht. Verdammt. Bin ich jetzt richtige Richtung? Ja. Schon wieder ein Garstiger. Los, Gambaro!
Nur eine. Gut. Sollten wir hinkriegen. Ich möchte jetzt aber nicht meine MP hier verschwenden. Sonst hätte ich jetzt schon wieder Schlitzer oder so gemacht. Schlitzer. Ich kann mir das hier jetzt so schlecht merken. Sprossi, Stufe 11. Yay. Sprossi ist der neue Held dieser Welt. Was war das denn jetzt für ein Vieh? Achso, Rapislow. Ja, machen wir mal Luffy hier. Luffy kann das jetzt mal übernehmen. Nein, kann er nicht. Zurück mit dir. Los, muss weichen. Zauber. Eiskälte. Das gibt's aber auch noch nicht. Gott, jetzt Wichtel. Nur drei. So, 48 Erfahrungen. Und Oliver hat schon wieder die Hälfte. Zartes Fleisch. 4 erledigt, noch 6 übrig. Gut, ich hoffe, wir erreichen den Goldhain noch lebendig. Da ist er ja schon. Ich frage mich noch immer, wo diese Felder sein sollen. Goldhain. Gehen wir doch mal rein. Wo ist der denn? Ah, dort. Gut, müssen wir schon wieder eine halbe Weltreise machen hier. Aber wir sind ja schon wieder in der Nähe. Bild ich mir das nur ein oder sind die Monster hier ein bisschen übermotiviert? Hä? Warum? Was ist los? Aha, ich weiß schon, Mann. Die haben das Lunchpaket gewittert. Das hat denen bestimmt ordentlich Appetit gemacht. Ach herrje, ich denke mal, dass wir dann besonders vorsichtig sein sollten. Okay, das heißt, die Monster sind jetzt etwas stärker hier. Oder aggressive. Vielleicht auch beides. Ich speichere hier mal schnell. LP und MP vollständig geheilt. Yay. Oh, schon 0:48. Ja, die Zeit vergeht hier sehr schnell. Wenn man einmal spielt, will man gar nicht mehr los von dem Spiel. Ja. Ich habe halt eine Menge Enthusiasmus im Moment. Ich kann einfach nicht aufhören. Aber von mir könnt ihr euch keinen Enthusiasmus borgen. Vergesst es. Schön, wenn man hier wieder ein bisschen zurückgehetzt wird. Irgendwann geht es nochmal ganz zurück. Oh, jetzt sind es sogar schon 3 Tierchen. 2 Fratz und eine Rappelsau. Boah. Die haben aber eine Menge Enthusiasmus, hm? Nice. Gut, zur Strategie im Kampf gehört natürlich auch, dass man mal auf Abbrechen geht und ein bisschen rumläuft, ausweicht. Nicht, dass man hier einfach nur die Kontrolle dem Tierchen überlässt und dann doch irgendwie verliert. Ist es noch weit? Ja, es ist noch sehr weit. Hat sich noch umgedreht.
Verdammt, ich dachte, ich kann mich mal anschleichen. Ach, wieder nichts. Oh, zwei Rappesau und ein Fratz. Der Fratz muss wohl zuerst dran glauben. Nein, die Rappesau. Ist wohl immer anders, welches Tier zuerst genommen wird. Ich dachte immer bis jetzt, dass links außen ist es, aber naja. Ist wohl nichts. Komm. Moment. Karte. Ich habe das hier immer noch nicht so drauf. Ja, geradeaus. Geradeaus durch. Das ist gar kein bisschen Ziel. Wir lassen uns aber nicht von hinten an von irgendwelchen Viechern anfallen. Zwei Horzissen und ein Fratz. Ja, jetzt ist es das in der Mitte. Okay. Nein, ich bin nicht vergiftet. Moment, ich will ja das Ding einsammeln. Oh. Hm. Okay. Und yay! Unser Wichtel hat Stufe 14 erreicht. Und lernt den Trick Kieselregen. Warte mal, war hier nicht irgendwann mal irgendwas von irgendwas die Rede mit hier Befehle und so? Warte mal, Befehle. Schmetterschlag, genau, die muss ich nämlich erst zufassen. Super Trick. Klingenwirbel. Okay. Ich kann hier aber nur zwei auswählen. Wurde nicht mal gesagt, dass hier irgendwas mit mehreren? Ich kann nur zwei. Das hier kann nur eins. Nickerchen, heilende Träne, Wasserbombe. Meißen wir es doch nebenmal zu. Also kann es auch nur vier Angriffe. Ich dachte, ich hätte mal mehr gelesen als vier. Ah ja. Das war zu weit. Nein, ich muss da runter. Kam mir doch gleich ein bisschen komisch vor hier. Du Sau. Ach, jetzt wird das links angegriffen. Also die Rappesau. Nice. 35 Erfahrung. Und beim nächsten Kampf sollte Oliver eigentlich eine Stufe aufsteigen. Mal sehen. Ah, da ist auch derjenige, der hier sein Lunchpaket vergessen hat. Hallo. Dieses Aroma, das wird doch nicht. Oder ist es vielleicht ein Lunchpaket von meiner geliebten Ehefrau? Sieht so aus, als ob wir den Ehemann der Dame entdeckt hätten, Olli. Ihre Frau hat uns gebeten, Ihnen dieses Lunchpaket zu bringen. Was für ein Segen. Wirklich, ich dachte schon, dass ich verhungern müsste. Also der sucht hier nach Essen. Und anstatt der das ist, was er sucht, wartet er hier auf sein Verhungern, oder wie? Naja, egal. Nun dürfte ich dich noch um etwas bitten, mein junger Freund. Wärst du so gut, meiner geliebten Frau eine Nachricht zu überbringen? Natürlich, gerne. Wundervoll. Meine Nachricht lautet schlecht. Weilst du von mir fort, ist mein Herz ein klarer Ort. Doch halt dich nicht im Arm, denn wird mir... Halt ich dich im Arm, dann wird mir wohlig warm. Verdammt, ein echter Poet. Komm schon, Olli, bringen wir seiner Herzensdame die Nachricht, bevor wir den Text vergessen.
soll ich nochmal ausrichten? Schick. Alkuweit, wir kommen. Schon wieder. Ja. Dann sind wir hier wohl auch fertig. Jetzt sind die Monster nicht mehr ganz so voller Enthusiasmus. Mal sehen. Ah, wir haben schon wieder 20 Minuten auf der Uhr. Ich würde sagen, die Aufgabe beenden wir noch. Wenn es möglich ist. Nein, Oliver ist keine Stufe aufgestiegen. Naja. Muss ja jetzt auch nicht sein. Und wir haben die Oberhand. Yay. Gegen den Fratz. Der eigentlich schon wieder ein bisschen zu schwach wird. Während draußen die Viecher immer noch etwas zu stark sind. Und ich glaube, das war jetzt der Stufenabstieg. Yay, und sogar unser... Also erstmal Oliver hat Stufe 14 erreicht. Und Sprossi hat Stufe 12 erreicht. Nein. Auch nicht. Alter, hier in dem Wald kann man sich echt verlaufen. Mal wieder ein Bombler. Zwei Stück. A und B nennen sie sich. Gift. Was? Oh, wir haben jetzt schon über 100 LP. Freut mich. Also das könnte man jetzt hier endlos weiterführen und sich noch weiter aufleveln, aber dann hat man am Ende keine Herausforderung mehr. Da wir sowieso schon auf leicht spielen, sollte es ja kein Problem sein, wenn wir einfach durchrennen und immer so die Monster, die auf dem Weg sind, mitnehmen. Stand ja da, wenn man sich auf die Story konzentrieren möchte, wählt man leicht. Da es uns hauptsächlich um die Story geht, haben wir leicht genommen. Und da wir dann in Ruhe noch unsere Aufgaben lösen, steigen wir sowieso mit auf. Ein Eisbecher. In anderen Rollenspielen, da laufe ich meistens ein paar Stunden immer hin und her, trainiere und trainiere und trainiere. Und dann fällt der nächste Boss halt mit einem Schnipsen um. Aber selbst hier wollen wir noch ein bisschen eine Herausforderung haben. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Nochmal speichern, bevor es rausgeht. Und dann noch ein paar von den Knochenköpfen da zerkleinern. Die Majestät von Alkuwald. Na gut. Oh, schon wieder bald 1 Uhr. Gibt's ja gar nicht. Lange her, dass mich ein Spiel so gepackt hat. Kann ich immer nur wiederholen. Aber das sind doch hier die Knochenköpfe, oder? Schädel.
Du kriegst jetzt einen auf den Schädel. Nicht, dass ich jetzt schon wieder zu stark bin. Gerade mal ein, zwei Level Unterschied. Seit den letzten 5 erledigt, noch 5 übrig. Ja, jetzt haben wir auch die Oberhand. Alter, nimmt er seinen Schädel ab und poliert den. Ich das wohl nicht machen könnte. Das wäre doch mal was. Aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Sechs erledigt, noch 4 übrig. Läuft ja. Das Schweinchen rennt schon vor uns weg. Ich glaube, für das sind wir schon zu stark. Und das rennt zu uns. Müssen wir wohl kämpfen gegen Garstiger. Ein Tiger. Naja. Also wenn die Tierchen hier alleine kommen, dann ist es schon einfach. Aber kommen die zu zweit, dann ist es schon etwas anders. Gibt es jetzt weniger Erfahrung? Mir kommt so vor, als gäbe es jetzt weniger Erfahrung. Und da ist wieder so ein Knochenkopf. Den kriegen wir noch. Ja genau, komm her. Er rennt in dein Verderben. Was war das denn? Oh, Luffy hat immer noch keinen Stufen ab. 7 erledigt. 3 fehlen noch. Kriegen wir die noch, bis wir in Alkuwald sind? Wieder auf uns zu. Gibt's ja wohl nicht. Ne? Stopp. Ich will das Ding hier einsammeln. Hat sich gelohnt. Überhaupt nicht. Lässt du wenigstens noch was rein? Na, schau. Gut. Jo, Luffy hat Stufe 14 erreicht. Und wir haben sonnige Milch erhalten. Na lecker. Na? Das Ding wollte schon wieder von hinten angreifen. Oh, bei Bambino. Ich glaube... Moment, ja. Nein, nein, ich glaube... Nein, scheiße. Wollte ich jetzt gar nicht. Wollte ich doch jetzt gar nicht. Stopp, zurück. Ah. Komm ich mal wieder nicht weiter. Das haut rein. Ne? Und als Kette. Los, das war's dann. Aber Bambino ist immer noch da. Ne? Geht doch. Ha.
denn jetzt ganz schön hochgelevelt, finde ich. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen viel Story kommt. Ich möchte nicht, dass es schon so schnell durch ist. Na, das Hochleveln soll ja auch ein bisschen schwerer werden mit der Zeit, nehme ich an. Aber gerade mal auf der zweiten Karte hier und schon fast Level 15. Na, den wollten wir doch hier mindestens noch. Oh. Okay, ich werde dann diese Mission vielleicht doch ein andermal beenden und jetzt sofort das mit dem Lunchpaket beenden, weil die Folge ist jetzt eigentlich schon wieder ein bisschen zu lang. 30 Minuten sind geplant, aber meistens komme ich doch eher Richtung 40 Minuten. Warum auch immer. Ne? So. Mal kurz Linda in der Hand gemacht. Oh, da ist schon unser nächster Knochenkopf. Kriegen wir sie vielleicht doch noch alle. Da hinten neben der Stadt drin nehme ich schon wieder einer rum. Ja, genau. Polier den Schädel. Ne, nicht alle auf einmal. Ich habe Zeit für beide. ...55 Erfahrungen, naja. 9 erledigt, noch einer übrig. Und da hinten rennt er auch schon. Dann haben wir in dieser Folge heute mal 2 Aufträge erledigt. Ja, ich weiß, es ist ganz schön viel, was in diesem Let's Play passieren muss, damit es beendet wird. Irgendwann mal. Nein, ich will die Sommersonne angreifen. Ja. Wichtel! Ne, nicht alle auf einmal, hab ich gesagt, ne? Aber warte mal, Schmetterschlag. Okay, die MP sollten eigentlich nahezu wieder aufgefüllt sein. Fast bis oben hin, nehme ich an. Du hast die Bedingung der Aufgabe Doofe Dickschädel erfüllt. Sprich mit dem Auftraggeber, um deine Belohnung zu erhalten. Gut. Haben wir 2 Aufträge erledigt. Und ich weiß immer noch nicht, wo die Felder hier sein sollen. Müssen wir in der nächsten Folge mal nachsehen. Karte. Und dort, die 2. Also bei einem kann ich abgeben und bei dem anderen muss ich noch hier irgendwas sagen. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht auswählen, was es war. Denn ich weiß nicht mehr, was der Typ gesagt hat. Okay, wer bist du? Wir haben ihrem Ehemann das Mittagessen gebracht. Wirklich. Oh, du wunderbarer, wunderbarer Junge. Du bist wirklich mein kleiner Held. Er hat uns auch eine Nachricht für dich gegeben. Die ging so. Bist du von ihm fort, ist sein Herz ein kalter Ort. Aber seid ihr beisammen, dann ist alles gut. Nein, ich glaube, das war's nicht. Ach du meine Güte, mein lieber Schatz, vielen Dank, dass
ihr mir seine Nachricht überbracht habt. Mein Herz flattert richtig. Ich muss euch irgendwie danken. Ah ja, hier. Du hast folgende Belohnung. 3 Mondmorcheln, 20 Gulden. Auftrag abgeschlossen. Yay. Und 3 Stempel kriegen wir dazu. Wunderbar. 3 Verdienststempel. Und... Hoppla. Bist du diejenige? Welche? Ah, sieht so aus. Hahaha. Hey, Frau... Kleingläubig. Wir haben diese 10 Dickschädel für dich verdroschen. War ein Kinderspiel. Bei den Bärten der Vorväter. Ihr aber wie? Jetzt kann ihr Nachschub sicher durchkommen. Schönen Tag noch. Ich kann dir nicht genug danken. Du hast meine Existenz gerettet. Bitte nimm das als Belohnung an. Du erhältst folgende Belohnung. Ein Knochenschwert. 200 Gulden. Nehmen wir doch gerne an. Abgeschlossen, 3 Stempel, wunderbar, perfekt. Waren das jetzt 3 Stempel? Ja. Oh. Ich komme hier durcheinander. Hatten wir vorher schon ein... Ach, egal. Hier ist eine Truhe. Hätte ich jetzt fast übersehen. In der sind 50 Gulden. Oh Mann, wir haben Kohle ohne Ende. Wir müssen das irgendwie ausgeben. Aber das in der nächsten Folge. Ich speichere hier und sage wie immer, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann.